Schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat einen schwachen Handelstag hinter sich. Der DAX startete bereits deutlich im Minus und schaffte im weiteren Verlauf dann auch nicht den Turnaround. Am Ende lag er bei 13.086 Punkten, das ist ein Minus von knapp 0,9% bzw. 116 Zählern. Blicken wir voraus auf den heutigen Handelstag, den letzten in dieser Woche, zusammen mit Franziska Schimke, unserer Korrespondentin an der Börse Frankfurt. Guten Morgen. Franziska, wie könnte der DAX heute starten? Ja, einen schönen guten Morgen. Wirft man einen Blick auf die Vorgaben, dann geben die nicht allzu viel Einheitliches zumindest her. Der Nikkei hat sich mit einem Minus von 0,4% in das Wochenende verabschiedet. Beim Hang Seng und Shanghai Composite, da sehen wir hingegen moderate Zugewinne. Und beim Dow gestern war man eigentlich den ganzen Tag über im negativen Bereich. Die Nasdaq hat es dann vorgemacht, ist in den positiven gedreht und am Ende der Dow letztlich auch, aber eben auch nur mit 0,2% von Seiten der Konjunktur. Da waren die Daten gemischt ausgefallen. Auf der anderen Seite schaut man natürlich nach wie vor auf die Pandemie-Sorgen, die eben weiter in den Märkten sind und die Corona-Neuinfektionszahlen auch in Deutschland weiter steigend. Und das dürfte eben auch ein Stück weit ein Belastungsfaktor sein für die Märkte nach wie vor. Aber letztlich heißt es eben auch hier, trotz aller Bedenken gibt es den ganz großen Abwärtsdruck eben nicht. Und das sehen wir dann auch auf Wochenperformance. Denn wenn wir bedenken, in der vergangenen Woche ist der DAX bei 13.077 Punkten aus dem Handel gegangen. Da liegen wir im Prinzip genau da. Und das zeigt dann auch, wir sind nach wie vor in diesem Schwankungsbereich, in dieser Handelsspanne zwischen 13.050 und 13.300 Punkten. Vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Nach diesem Ausblick auf den Handelstag folgt wie gewohnt die Marktidee. Heute ist dies auch ein DAX-Konzern, MTU. MTU gehört als Hersteller von Triebwerken für Flugzeuge zu den Verlierern der Corona-Pandemie. Durch die Impfstoffnachrichten der vergangenen Woche erholte sich die Aktie dann deutlich. Gestern ging es allerdings wieder einmal nach unten. Anschlusskäufe dürfte es erst geben, wenn der Kurs über eine bestimmte Marke steigt. Aus technischer Sicht deutet sich damit eine Ausdehnung der Konsolidierung an. Weitere Details entnehmen Sie hier einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Und wir sehen uns am Montag wieder mit Ideas Daily TV. Das heißt, von meiner Stelle schon mal schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.